Überlebt, aber keine Munition mehr. Wir werden gleich mal zurückgehen müssen. Wir werden hier bestimmt ein klein wenig finden, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei The Division. Das ist zum Beispiel Munition. Yeah, 100 gleich. Ein Rucksack. Da ist noch Munition. 280. Damit könnten wir uns auf jeden Fall bis zum nächsten Safe House zurückkämpfen. War gar nicht so viel wie gedacht. Flaschen runter, genau. Verdammt. Ich bin müde. Alles Glück der Welt da draußen. 77 Meter, echt nicht weit weg, ich laufe mal hin. Chip, 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 di, da. Gehen die kaputt, die Gaslampen? Jo. Ich hier nicht irgendwo abkürzen? Die Häuser sehen gerade interessant und irgendwie schön aus. Die mit diesen Ausbuchtungen. Einmal kurz Munition fassen. Sie betreten einen sicheren Bereich. Hey, man glaubt's nur, wenn man sieht. Wir müssen echt mal wieder über 1000 kommen. Über 1000 Munition, die wir tragen können. Mal gucken, ob ich das organisieren kann mit der nächsten Ausrüstung. Alles für den Popo. Neue Pistole hätten wir auch. Die ist aber deutlich schlechter. Nee. Da haben wir bloß ein was. Hier haben wir noch zwei was. Nee. Die Pistole macht auch keine 12.000 Schaden mehr, weil wir an Feuerkraft, an Schusswaffenkraft verloren haben. Durch Ausrüstungsaustausch. Dann kann ich dir hier was geben. Einigen Scheiß. Damit kommen wir wieder über die 40.000. Ach, die gebe ich auch mal ab. So, komplett leerer Rucksack. Schauen Sie wieder rein. Bei nächster Gelegenheit. Wir haben nichts ausgetauscht, da sind wir noch voll. Genau. Ich hänge da jedes Mal so halb fest. Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Das ist wieder verfügbar. Hallöchen. Ich sag's nur ungern, aber uns gehen langsam die Vorräte aus und wir haben Probleme, den letzten Nachschubabwurf an den Rikers vorbeizuschmuggeln. Die sind immer noch da, wissen Sie? Hey. Also nochmal. Da liegt ja noch was von vorhin. Und Sprung in den Tod. Warnung. Eintreffende Gegner. Erstmal ein paar markieren. Und jetzt endlich mal wieder mehr die Deckung nutzen. Ich sehe nichts. Nimm die ganzen Symbole weg. Warnung. Ware wird beschossen. Das wird nicht schwer. Hey, ich geh rein. Wir haben ihn getötet. Ich wechsle mal. Wobei, so richtig will er da auch gar nicht hinschießen. Hey, ich stehe hier drüben. Bullen kill ich am liebsten. Nee, lohnt sich nicht für einen. Hätte mal auf seinen Kopf gehabt. Warnung! Eintreffende Gegner! Wieder beim Fallschirm. Ah, da. Warnung! Ware wird beschossen! Nix da, aufhören! Nicht auf die Ware schießen, Mann. Warnung, eintreffende Gegner. Jetzt wieder da hinten hin. Lieber von oben kämpfen. Ist ab!
abgetaucht. Ihr wisst, was jetzt wo rennen die denn hin? Ah, Mann. Ja, du auch gleich, hoffe ich. Warnung, eintreffende Gegner. Wieder hier? Ja, neu hier. Dann geh ich wieder hoch. Verschwinde hier! Verschwinde, du, doch. Lebt noch. Eintreffende Gegner. Aber hier liegt doch noch Kram. Mann, da muss ich nochmal zurück. Ich will das nicht wieder hochgehen lassen. Da lasse ich diesmal gar nichts anbrennen. Kommen die wieder von halb rechts? Ja. Jetzt sind wir aber im Vorteil. Na komm. Ich freue mich. Freu dich. Wir haben eine Menge Leute sehr glücklich gemacht, Agent. Gute Arbeit. Handschuhe, 75er Rüstung, Stufe 20 in Blau. Blaupause, Holster. Jetzt muss ich aber nochmal hier hinten hin. Hier lag noch einiges. Ist das ein... Aha. Will nicht hochgehen, will nur verschwinden. Hey, hier schießt jemand. Waren das nicht vorhin zwei Grüne? M4 Leichtversion nicht so toll. Und Munition. Was macht man jetzt? Hm? Das Signal ganz schön ist weit mir weg unbekannt. Da oben. Das Notsignal ist wieder was Dickes. Ist machen wir mal. Wir empfangen ein Transponder-Signal von einem Agenten der ersten Welle. Und zwar aus dem Hauptgebäude der New Yorker Polizeiakademie. Wenn wir ein Shaytech-Signal hören, gehen wir dem nach. Und wenn der zugehörige Agent noch lebt, ist das ein netter Bonus. Natürlich ist Letzteres unwahrscheinlich. Aber wenn Sie herausfinden, wie diese Technik dorthin kam und was mit dem Agenten passierte, werden wir hoffentlich verstehen, was schiefgegangen ist. Menschen wie Sie sagen mir, dass wir noch eine Chance haben. Hey! Bitteschön. Nein, ist noch einer. Ich muss wieder mit meiner Munition aufpassen. Jetzt kapier schon! Er hat was fallen lassen, der nette Mensch. Strategische Weste. Will ich nochmal kurz selbst nachgucken? Das Signal ist mir unbekannt. Das Notsignal eines Agenten der ersten Welle. Ist einfach losgegangen, ohne Vorwarnung, ohne alles. Was ist da los? Kann ich auch nicht sagen. Aber stellen Sie fest, woher dieses Signal kommt. Und beten Sie, dass es weitersendet. Okay, ich sollte auf der Karte auch mal zuhören. Ein klein wenig spät. Schwierigkeit gehalten? Oh. Mit besserer Belohnung, das sagt man mir jetzt erst. Ah, oh Mann. Schwierigkeit schwer. Das muss ich mir merken, wenn ich mit Hawker unterwegs bin, weil das geht alles viel zu einfach. Ein Transponder der ersten Welle von The Vision Agenten hat begonnen, Signale aus der New Yorker Polizeiakademie zu versenden. Untersuchen Sie das Signal und sammeln Sie alle Beweise, die Sie finden können. Die Sie finden können. 100.000 Erfahrungspunkte, einmal Ausrüstungsobjekt und erste Welle Überwachungskameraaufnahmen. 500 Tech-Flügelgüter. Mann, ihr habt mir das aber auch nicht gesagt, dass das noch schwerer zu stellen geht. Schämt euch! Wusstet ihr davon nicht? Kam es erst später rein? Es ärgert mich gerade schon etwas, weil ich mag die Stellungskämpfe hier in dem Spiel. Da war wieder eine Stimme von dem Gegner in der Nähe. Kommt denn der her? Da. Hab ich doch richtig gehört. Hören Sie auf damit. Nicht schießen. Wir kämpfen jetzt nah. Nicht näher! Stimmt. Lass mal lieber sein.
Oh, er hält sich noch fest. Kann man alles auf schwer stellen? Moment, muss ich mal kurz gucken. Das Notsignal eines Agenten der ersten Welle. Lass da einfach los. Hallöchen. Nur abwehren weiß, geht. Sie müssen sich um eine ganze Wir empfangen ein Transponder-Signal von einem Agenten der ersten Welle. Und zwar aus dem Hauptgebäude der New Yorker Polizeiakademie. Wenn wir ein Shaytech-Signal hören, gehen wir dem nach. Und wenn der zugehörige Agent noch lebt, ist das ein netter Bonus. Natürlich ist Letzteres unwahrscheinlich. Aber wenn Sie herausfinden, wie diese Technik dorthin kam und was mit dem Agenten passierte, werden wir hoffentlich verstehen, was schiefgegangen ist. Eine Geiselrettung. Nee, nicht jetzt. Ich freue mich jetzt auf was ganz Schweres. Wir empfangen ein Signal aus der Akademie. Shaytech, von einem Agenten der ersten Welle. Der Transponder sendet noch. Aber warum gerade erst jetzt? Hat er zufällig Strom gefressen? Wir sind am Funkmast. Aber das sind Rikers. Überall. Was zum Teufel? Wir sind zu wenig. Wir brauchen... Gegnerstufe 20. Genau wie wir. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie schwer das wird. Das kommt mir sehr bekannt vor, das Parkhaus. Genau das gleiche hatten wir zu Beginn beim Polizeirevier. Das wir in Brooklyn verteidigen sollten. Das ist aber blöd, dass das wirklich 1:1 kopiert ist. Vielleicht andere Autoanordnung, aber das fällt gerade sehr auf. Eine Falle! Warnung! Feinde im Anmarsch! Ne? Ich bin zu weit vorne, glaube ich. Ja, ich glaube, die Deckungen sind anders. Oh, ziemlich... Na, viel lila? Ich weiß ja nicht. Oh, Nahkämpfer, lila. Oh, lila. Oh, schwer. Okay. Okay. Nein. Okay, deutlich mehr zurückhalten. Die Nahkämpfer auf keinen Fall zu nah rankommen lassen. Wollte ich ja gar nicht werfen. Die kommen zu nah. Boah, schwer. Darf ich hier raus? Ah, hier darf ich nicht. Komm schon. Dass sich aber auch nicht zurückdrängen lassen, wenn man auf die schießt. Na, sind halt Nahkämpfer, ne? Oh, kacke, sind die schwer. Die wollen halt nach rein, weil sie wissen, da haben sie eine Chance. Oh Gott. Ich bin ja schon fast wieder bei der Hauptbasis. Speer SASG. Schrotflinte, Stufe 20, weggeknödelt. Schwer ist schwer. Okay, erstmal komplett auf die Nahkämpfer konzentrieren. Feinde im Anmarsch. Die Granate hebe ich mir noch auf. Okay, die kommen mir zu nah. Dann gehe ich mal direkt hier hoch. Und dann setze ich mir den Gang lang hoch. Den langen Gang hoch, ja. So, der ist mit dem nächsten Magazin im Eimer. Der bleibt jetzt unten. Für euch. Schön da bleiben. Oh, ich auch. Na, immerhin rennen sie nicht blöd ins Feuer. Wobei. Jetzt renn doch nicht nach vorne. Mach ich doch auch nicht. Nur weil ich so zäh bin. Es gibt immerhin bessere Belohnung, darauf freue ich mich ja schon. Das ist auf jeden Fall ein Ansporn. Hab
Die Munition ist gerade nicht so gut. Ich denke mal oder hoffe, ja klar, das LMB ist vor Ort. Das klingt verdächtig. Da sehen Sie zu, dass Kiste Sie den geben. Agenten finden, aber seien Sie vorsichtig. Das kann eigentlich nur eine Falle sein. Mhm. Ne, ist nicht hier. Da ist was, Lord Carter. Warum sonst denn das, sind das Ding erst jetzt? Da muss ja irgendwie eine Falle dahinter stecken. Na komm schon. Hier ist nichts weiter. Nochmal da untersuchen? Nee. Dem hat er nichts weiter fallen gelassen. Müssen wir sogar hochfahren, na, wenn das Haus mal nicht einstürzt oder so ähnlich. Aber ja, das war gleich eine ordentliche Schwierigkeit. Hier sind schon wieder die nächsten zu hören. Niederhaltungs-Heinz, aber kein Nahkämpfer. Ist da gerade noch jemand rein verschwunden? Ein toter JTF ist ein guter JTF. Hab gehört, die JTF will mit Colonel Bliss reden. Vielleicht wollen sie kooperieren. Nicht wegrennen. Geht's richtig zur Sache. Eigentlich müssen wir mehrere stehen, ansonsten lohnt sich's ja eigentlich gar nicht, ne? Eigentlich. Ob da noch jemand rauskommen will, scheint nicht so. Ich frage mich, was die JTF vorhat. Das heißt, die JTF ist am Ende. Wollen wohl verhandeln. Jetzt habe ich gerade gar niemanden mehr im Radius stehen. Das Battalion ist die einzige Familie, die ich brauche. Weiter vor will ich aber auch nicht zwingend. Na genau, trefft euch in der Mitte. Oh Gott. Na, Kämpfer. Ich bin am Arsch. Bitte such. Hier ist sicher. Ich würde gerne Aufzug fahren. Geht nicht. Er reagiert nicht. Hier drin ist sick. Hier darf niemand reinschießen. Auf. Deckung suchen darf ich aber auch nicht. Ich beginne mit der Suche. Du hast keine Ahnung, mit wem du es machst. Hier darfst nicht rein. Das ist mein Zick. Ja, nimm die Waffe da raus. Ich brauche noch Lebensenergie. Angeblich dürfen hier drin ja keine Fertigkeiten benutzt werden. Zum Glück schützt uns die Wand. Ja genau, renn da rein. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Immer schön reinrennen. Ich schieße die Kugel in den Arsch. Das ist irgendwie eine lustige Stelle. Hab keine, bin alleine. Ich scheine hier nicht reinschießen zu wollen. Okay, doch. Ah, er ist immer noch da. Das Gesundheitsfeld warte ich mal noch ab. Musik. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Wir sehen uns in der Hölle. Okay, ja, der nächste kommt. Aber die stellen sich alle schön an. Ich durchkämme das Zielgebiet. Säubert das Gebiet! Da liegt ein Medkit. Chiffre-Schlüsselfragment. Der schöne Baum. Uplay-Aktion abgeschlossen. Ja toll, da kann ich dann irgendwann wieder Spieler für günstig kaufen. Oder mir anderen Kram aus Spielen freischalten. Ja, er will ihn da halten. Soll er doch.
Tschüss. Ist ja doch schaffbar alleine. Gut, dann mache ich aber erstmal eine kleine Pause. Es bietet sich gerade an. Gar niemand hier. Sei es mir gegönnt. Die Mission ist immerhin auch schwer. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.